Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Tower of Hanoi. Und mich wundert es, dass das so heißt, denn ich kenne das eigentlich unter Towers of Hanoi, beziehungsweise Türme. Aber es geht auch so, ich habe es nachgeschaut, deswegen spielen wir es mit dem in Anführungszeichen besonderen Titel. Es handelt sich um ein bekanntes mathematisches Problem, das ich interessant genug fand, um dazu ein Video zu machen. Und ich habe lange gebraucht, um eine Version zu finden, die schön bunt ist und die Sound hat. Naja, aber hört euch mal das hier an. Ihr, das ist voll eklig, oder? Wir können uns ja mal die Regeln durchlesen. Ja, wobei, ich kann es auch erklären, also ihr werdet es sehen dann. Ja, es gab so viele schlecht gemachte Versionen auf irgendwelchen Lernplattformen. Deswegen bin ich froh, dass ich sowas hier gefunden habe. Und schaut mal, ich kann theoretisch nur. Ja, was ist das denn? Wieso sollte ich denn nur einen Ring auswählen? Da kann man noch nicht mal zeigen, wie das funktioniert. Ich mach mal drei, das ist eine recht klassische Variante. Wobei, also üblich ist eher fünf, würde ich sogar sagen. Aber wir machen erst mal drei. Und zwar, ich muss alle Ringe auf den C-Stab bringen. Allerdings kann man keine größeren Ringe auf kleinere setzen, also das hier geht nicht. Das hört man in diesem schönen Sound. Deswegen setzen wir das mal auf B. Also, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich die geringste Anzahl an Zügen habe? Na klar, hier hin, ne? Dann den rüber, den zurück auf A und dann ist das die Mindestanzahl von 7 Zügen. Wieso klingt der Gewinnsound so, als ob ich irgendwas Beschissenes gemacht habe? Das klingt irgendwie so aus so einem Cartoon oder so. Dramatik. Nee, weiß ich nicht. Plägen. Wir machen es jetzt mal mit Vieren. Ja, das ist schon das gesamte Spielprinzip. Okay, machen wir einfach wieder die 1 auf 10. Setzen wir das hier rauf und nicht dahin. Ja, dann geht ja erstmal nur das hier. Und dann hier zurück, dich darauf. Was ist jetzt am sinnvollsten? Das hier, oder? Na, wobei, ist das ein Unterschied? Ob, ja, klar. Mach's erstmal. So. Dann die 2. Ja, genau. Und dann die 1 hier. Oder muss ich erstmal die 3 woanders hinsetzen? Oder das verwirrt mich jetzt schon mit 4 Dingen, weißt du? Ich weiß nicht, was am sinnvollsten ist. Ich probiere mal ein bisschen rum. Ich will nicht unbedingt die geringste Anzahl an Zügen haben. Ich glaube, das war schon bescheuert, was ich gemacht habe. Ich muss ja am Ende auf jeden Fall die 4 dahin bringen. Das heißt, jetzt irgendwie da wieder rumzustammen, ist kompletter Schwachsinn. Ja. Ich habe schon Mist gebaut. Ich habe definitiv schon Mist gebaut. Ach Gott. Ich muss da drüben 1, 2, 3 irgendwie stehen haben, dass ich die 4 bewegen kann. Nee, in der Mitte muss ich. Ja, genau. Okay. Neu denken. Ich muss neu ansetzen. Genau. So hätte ich es machen müssen, dass das alles in der Mitte ist. Damit die 4 hier rüber kommt. Alles klar, okay. Dann muss ich. Ja, genau, dann muss die 3 darüber. Ah, ich hätte es sinnvoller lösen können. Auf jeden Fall. So, ja, ich weiß, dass 33 viel zu viel ist. Deswegen probiere ich es einfach nochmal mit 4 ganz schnell. Ich will auf jeden Fall 1, 2, 3 in der Mitte haben. Wie kriege ich das am schnellsten hin? Und jetzt muss die 2 extra da drüben hin, ne? Ja. 3 dahin, 1 da. So, jetzt ist die 4 hier. Dann. Boah, ich. Ja, genau. 3 darauf. Ist das die geringste Anzahl? Ist das das? Ah, scheiße. Es geht noch besser. Will ich jetzt schneiden und das weiterprobieren? Ja, schon, oder? Wow. Das war so billig, das mit weniger Zügen zu machen. Okay, ja. Dann mit Fünfen. Ja, das wird jetzt schon wieder spaßig, oder?
So, erstmal. Also jetzt werde ich auch nicht mehr versuchen, die geringste Anzahl an Zügen zu machen. So viel steht fest. Wird jetzt nur rumprobieren, bis ich's hab. So vielleicht irgendwie. Boah, ist das übel. Ja, klar, dann kann ich die 2 hierauf machen, die 1 darauf, dann kommt die 3 dahin. Wichtig ist immer, ich muss das Größte irgendwie rüberbekommen. Zack. So. Dann. Ja. Ach, Junge, was tue ich mir hier an schon wieder für Spiele? Das ist sinnfrei, was ich hier gerade mache. Nee. So, dann so, so, so. 2 muss dahin. Ja, das hätte man wieder besser lösen können, ich weiß, aber. Hauptsache, ich krieg's überhaupt hin. Okay. Play again. Es wird 6, hier wird immer böser. Ich habe mich versandt bei der Sechser-Gruppierung. Ich fange nochmal neu an. Das wird auch lustig, das zu schneiden, das Video, weil ich nicht weiß, wie lang die Folge zu diesem Zeitpunkt ist. Also bis dahin ist ja schon mal klar, das ist ja nicht schlecht. Aber wobei, also das muss jetzt so hin, dass die 3 erstmal runterkommen. Es ist ja wieder dasselbe Prinzip, dass die Größte am Ende auf C landet. Und das muss ich das also immer wieder Stück für Stück neu aufbauen. Ja, dann kann ich die 3 dahin setzen. Und jetzt habe ich die 5 schon mal. So, bis dahin bin ich. Das ist ja schön. Jetzt muss ich halt die 5 irgendwie in die Mitte kriegen. Ich will die 4, glaube ich, links haben. Das bedeutet. So. Ist das sinnvoll? Ich denke schon. Und jetzt muss ich das doch nur rückwärts so machen, dass die 5 da bleibt. Genau. Wie gesagt, Züge komplett scheißegal. Jetzt alles wieder neu ummodeln. So lange, genau, bis die 6 am Ende nach ganz rechts kann. So, ganz gute Sounds. Ja, warte, ich hätte doch schon viel früher das anders machen können. Ich will doch bloß die 3 jetzt hier haben, Mann. Irgendwann ist es echt übel. So, jetzt, mein Gott, was hat das jetzt wieder so lange gedauert, bis die 3 da hinzukriegen? Das hätte ich auch schon viel früher haben können. 6. Dann. Ich glaube echt, dass das nicht ein Spiel für jedermann ist, also zum selber spielen. Ich weiß nicht mal, wie es zum Zugucken ist. Weil das doch sehr viel mit Geduld zu tun haben kann. Jetzt wo ich die 4. Ah, die 4 muss links hin irgendwie. Ist doch ganz klar. 1, 2, 3 muss in der Mitte sein. Damit die 4 links ist. Das heißt, ich baue das jetzt nochmal so auf, dass. Nein, hier rüber. Die 3 dahin kann. So, ja, mein Gott. Wieso hat das jetzt so ewig gedauert schon wieder? Das kann doch nicht sein. Man muss sich doch nur ein bisschen konzentrieren bei sowas. Okay. Jetzt also die 1, 2, 3 Konstellation in die Mitte bauen. 1, 2, 3 Konstellation in die Mitte. Und die 4 dahin kann. So. Dann die 3 dahin. Ja, wir haben es. Also ich hab's. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass 147 Züge zu viel dafür sind. Also das überrascht mich. So. Wollen wir mal treiben? Wollen wir einfach mal treiben? Warum tue ich mir das jetzt an? Ich weiß es nicht. Probier es einfach mal. Ich
meine, oh Gott, das, ich habe eigentlich jetzt schon keinen Bock drauf. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Bin ich doof, ey? Oh Mann, ich glaube echt, das ist ein bisschen too much. Ein bisschen? Das ist too much. Ja, wir. Nee, komm, also mit 7 würde ich es ja noch machen, oder? Nein, nein, wie kann man das modifizieren jetzt aus diesem Screen heraus? Scheiße. Nein, sei nicht so gemein, Spiel. Ich will das von hier. Okay. Mit 7 mache ich es gerne noch, aber dann reicht's auch. So. Boah, der Lecker, was war das denn gerade? Okay. Also, Konzentration, das wird ja wohl machbar sein. Das ist einfach eine Sache der Konzentration. Ah ja, 5, genau. 5 muss dahin, so. 4 darauf. Das ist ja auch bei Professor Layton was gewesen. Und ich meine da mal das Schwierigste auch mit 7. Also wir spielen hier gerade ein sehr kompliziertes Professor Layton-Rätsel. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Die 6 muss frei. Das heißt, ich muss die 4 irgendwie rüberhauen, dann die 5. Die 5 muss da sein, links. 5 muss nach links. So, jetzt muss 1, 2, 3, 4, 5 nach links. Boah, Alter. Langsam bin ich mal froh, dass ich dann gleich durch bin und das Video vorbei ist, weil es ist irgendwann doch ziemlich anstrengend. So. Genau, 4 dahin. So. Dann. Diese Sounds. Meine Güte. Ich will doch die 3 da drüben haben. So. 3. Genau so. 6. Und was mir auch noch gar nicht bewusst geworden ist, alles, was denn hier rechts bei C richtig ist, das kann ich ja quasi so sehen, als wäre es gar nicht mehr da. Als ob das quasi der Boden ist. Also versteht ihr, worauf ich hinaus will? 6 und 7 muss ich überhaupt nicht mehr beachten. Das ist so, als ob die gar nicht da wären. Ach ja, ich bin gerade, wenn ihr dieses Video schaut, bei Renovierungsarbeiten, das ist also vorproduziert. Und ich weiß nicht, wie viel ich vorbereite. Es sollten irgendwann keine Videos mehr kommen, da liegt das daran, dass ich es gerade halt nicht machen kann. So, jetzt muss ich mich mal kurz wieder konzentrieren. Was wollte ich jetzt machen? Die 3 da haben. Nee, in der Mitte. 1, 2, 3, 4 in der Mitte. Genau. So. Genau, das. Dahin ist es einigermaßen irgendwas, ich weiß es nicht. Es ist so übel. Also ich wusste auch im Voraus schon, dass das hier gar nicht mal so einfach wird, weil man da hundertprozentig durcheinander kommt. Nein. Wenn ich sie dann später angucken werde, klar, denke ich mir dann auch, hä, das ist doch gar nicht so schlimm, aber. Wenn du es aufnimmst, ist es eine komplett andere Geschichte. Und du musst ja auch noch reden dabei, ne? Ist ja auch mein Lieblingsargument. Man kann ja nicht reden und spielen gleichzeitig. Okay, ja, gut, wir haben's. Ich hab's. Ich sag mal wir, aber ich kann mir diese Ehre schon alleine geben. Ja, die Ehre von 263 Zügen. Das war auf jeden Fall Tower oder Towers. Auf Hanoi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.